stehe schon eine Minute und esse die Äpfel. Also Leute, legen wir schon das Auge an. Wundere mich über gar nichts mehr. Oh. Genauso wie du sagst. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich hab. Ja und? Du bist ja schließlich ein Drachenjäger, oder? Du etwa nicht? Ich sagte dir ja bereits, ich stelle lieber Waffen her, als selbst loszuziehen, um die Drachen zu töten. Nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich rieche etwas. Nicht nur meinen, ja, egal. Ja, nee, nicht nur meinen Schweißgeruch. Sondern auch diese dieses gute, den guten Geruch meines, meines Rasiergels, Schaums, was auch immer. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Der riecht gut, muss ich euch sagen, also. Zumindest rieche ich das gerade. Etwas. Ich habe so einiges gehört. Denn ein Asker muss ich auch mal rasieren. Ich wundere mich über gar nichts. Vor allem, wenn ihn der Bart Wildwuchs packt. Ich hätte das nicht gewusst. Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Wenn ich welche hätte, würde ich sie dir verkaufen. Leider habe ich keine. Kannst du mir denn eine anfertigen? Nun, wenn du was Besseres haben willst, musst du mir schon die Materialien beschaffen. Was brauchst du? Du willst doch gegen die Drachen kämpfen. Bring mir Drachenschuppen. Damit müsste ich dir was zusammenzimmern können. 20 Stück sollten reichen. Okay, ich hab 24. Ich habe die Drachenschuppen für dich. Gut, damit wird sich was machen lassen. Komm morgen wieder, dann sollte das Teil eigentlich fertig sein. Gut. Ich hatte eh die Idee, schlafen zu gehen. Da gehst du bestimmt schlafen. Und dann aus dem Nichts gefertigt, zieht dann aus dem Nichts, aus einer Hosentasche, in der nichts war, zieht er dann die Rüstung raus und gibt sie mir dann. So eine muffige alte Rüstung will ich zwar eigentlich nicht haben, aber. Inos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Ich weiß nicht, hey. Mehr, was ich glauben soll. Ist die Rüstung fertig? Ja, ein wahres Prachtstück. Wenn du willst, kannst du sie kaufen. Für dich mache ich einen Freundschaftspreis. 12.000 Goldstücke. Was? Nach allem, was ich für dich getan habe? Komm mir nicht so. Irgendwovon muss ich ja auch leben. Also, kauf sie oder lass es bleiben. Okay. Ich will die Rüstung kaufen. Du wirst merken, sie ist jedes einzelne Goldstück wert. Moment mal, die mittlere hat. Also die hier hat 100. Ah ja, da stand 80 dran. Okay. Jetzt kommt er! Mach ihn fertig! Das hat er verdient! Ich kriege wieder von Garros Ärger, aber. Puh. Ich habe mich ja nur mit Jan geschleigert. Und das Gold. Ich habe zwar viel zu viel. Ich habe zwar 492.872 Gold. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Es gibt kein nächstes Mal. Ich werde jetzt gehen und die nächsten Sachen töten. Und dann werde ich beenden, rendern und hochladen. Und dann könnt ihr den Rest des LPs noch zu Ende schauen, der es eh schon ein Jahr her ist. Wieso erwähne ich eigentlich immer den Teil mit dem ein Jahr her? Oh, die Orks sind ja noch da. Die habe ich gar nicht getötet. Ich habe zuvor eigentlich alle Orks getötet, aber. Da war ich nicht so gründlich.
an, Varg. Komm, ein bisschen Action muss ich noch mit reinbringen. Ich weiß ja nicht, ob ich zu, ich weiß auch nicht mehr, ob ich die zuvor schon getötet habe, aber jetzt sind sie auf jeden Fall tot. Jetzt sind sie tot. Ich will Age of Empires Online spielen. Fand ich auch cool. Habe ich auch früher gespielt. Ich habe 10 Euro für das Spiel ausgegeben und jetzt kann ich nicht mehr spielen. Wisst ihr eigentlich, wie beschissen sowas ist? Ihr zahlt Geld für ein Spiel. Und dann könnt ihr es nicht mehr spielen. Einfach, weil dieses verdammte Windows Live aufgegeben wurde. Ich meine, es ging mit XP unter. Zumindest seitdem der Support aufgegeben wurde, ist Windows Live auch down. Vielleicht wurde es sogar über den Support geregelt. Ich weiß auf jeden Fall nichts Genaues. In diesem Punkt müsst ihr wissen, meine Leute. Also meine Leute, meine Friends. Meine Free-Frau. Friends. Friends. Meine Free-Frau. Friends. Ja, ja, ja. Ihr seid meine Hoshis, Mann. Ich weiß ja nicht, wie manche Gegner der Eisweile entgehen können. Obwohl die eigentlich eine weite Range hat. Nichts zu plündern. I'm a ranged guy. Da fällt mir ein, ich bin ja auch ein ziemlich schöner, ein ziemlich schöner, ja, ich weiß, ihr müsst wissen, ich bin ziemlich schön. Ne, ich bin ein ziemlich auch, ich bin ja auch eine ziemliche ein ziemlicher Hearthstone-Spieler. Kam ja auch das große Turnier heute raus. Und da hab ich dem kleinen Zillord, hab ich da zugeguckt, wie er seine Kartenpacks geöffnet hat. Und ich muss sagen, diese Karten von dem großen Turnier finde ich echt ein bisschen Bullshit. Naja, eigentlich, na gut. Es gibt einige Karten, die sind schon wirklich schön. Würde ich mir gönnen, aber so an sich. Bei so ein paar Legendaries, so Ivarian drin oder so, würde ich mir für meinen Dings, also für meinen. Nom 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 nom, wie. Für meinen Krieger würde ich mir schon gönnen wollen, eigentlich. Also. So Legendaries halt. Oder Edschlunde oder sowas. Oder Ragnaros würde ich mir auch gönnen, aber der ist da halt nicht da. Also, er gehört nicht zu dem neuen Content, aber er ist alter Content und Ragnaros ist cool. Er ist der Feuerfürst. Und wenn es etwas gibt, das cool ist, dann ist es der Feuerfürst in Person.
denn ihr wisst ja, ich bin ein ziemlicher World of Warcraft-Fan. Zu Recht, zu Recht, also. Denn jeder, der World of Warcraft schon mal gespielt hat, kann nicht sagen, oder wird nicht behaupten, dass es ein schlechtes Spiel sei. Es ist sehr gut, muss ich sagen. Den neuen Content finde ich zwar jetzt nicht so schön. Na gut, Warlords of Draenor. Ich habe zwar seit Kataklysm gespielt. Die Leute sagen immer, ja, seit Kataklysm oder seit Wrath of the Lich King ist an sich das Spiel schlecht geworden. Kann ich nicht sagen, aber manche heulen wegen dem neuen Content rum. Mir ist es egal. Neuer Content ist neuer Content. Hauptsache neuer Content. Denn es gibt auch, aber es gibt da auch WoW-Spieler, die wollen an sich nicht einsehen, dass mit diesem neuen Content an sich, dass es halt, oder wollen es einfach nicht glauben, dass es irgendwie gut sein kann oder so und hängen an dem alten Zeug, nur weil es da war. Aber man kann nicht immer an allem alten hängen, weil es ist Vergangenheit, genauso wie manche alte Leute noch an der alten Zeit so, ja, alles früher war alles besser und sowas. Meine Oma ist ja auch noch teilweise so eine Person davon. Ich bin da nicht so der Kerl dafür. Ich bin mehr so in dem Punkt oder in dem Sinn mehr der Typ so, ja, ich bin offen für Neues. Also für die neuen Sachen. Ich empfange sie mit offenen Armen. Na gut, nicht mit offenen Armen. Beispielsweise. Aber ich würde an sich, wenn das neue WoW Add-on 2016 rauskommt, das Legion, dann würde ich es mir wahrscheinlich auch holen. Weil WoW Add-on neu. Und neu kann gut sein. Es kann auch scheiße sein. Oh oh. Ich habe euch doch gesagt, ich kann es mit 200 aufnehmen. Das waren 5. Ja, okay, es waren nur 5. Aber ich kann es mit 5 aufnehmen. Gleichzeitig. Und das ist nackt. Also. Ja. Ich fange schon wieder ziemlich an zu philosophieren. Oder von irgendwelchem Zeug zu reden. Au! Muss wehgetan haben. Er hat noch nicht mal hier ausgeholt. Er ist einfach gegen mich und so batsch. Und so butz. Und dann weggeflogen. Oh, da ist ein. Das sind Felle. Runenmacht und Wolfsfell. Du. Okay, ich habe mich geirrt, ich werde wahrscheinlich nur 2 Folgen daraus machen. Einmal, in der ich den einen Drachen töte und dann einmal in. Und dann nochmal die andere, in der ich den anderen Drachen töte. Genau. So werde ich es machen, meine Friends. Und schaltet wieder ein. Zur nächsten Folge von Wenn Asgard von Klippen springt. Ja. Dum, dum, dum. Er starb einen grausamen Tod. Wie dieser Drachenjäger hier. Komm, schieß mich an mit deinem Feuerball. Ich weiß, ich bin voll der Magier. Ich töte die voll aus der Entfernung. Mit dieser einzigen Waffe. Aber jeder so wie er es kann.
Buddies. Braucht einen vollen, einen Heiltrank des vollen Lebens. Zumindest ja nicht immer so. Dumm, 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 dumm. Da ist er. Fiomatare. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich fürchte, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn. Sag jetzt bloß nicht, dass du mich herausfordern willst. Ich werde dir deinen schmalen Hals brechen. Nicht so schnell, mein Freund. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du kannst dich meinem Willen nicht entziehen. Beantworte meine Fragen, oder die Qualen werden für dich unerträglich sein. Dann stell deine lächerlichen Fragen, solange du noch kannst. Deine Macht wird nicht von Dauer sein. Ja, okay. Wer bist du denn erstmal? Oh, ich würde die 6 nehmen. Wer bist du? Mein Name ist Fiomatar und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Okay, was war da? Jeder Drache hat doch einen Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich, wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. Wie kann ich euren Meister bezwingen? Er ist allmächtig und nahezu unbesiegbar. Solltest du so töricht sein, ihm trotzdem zu begegnen, wirst du einen langsamen und qualvollen Tod sterben. So allmächtig oder auch nicht? So etwas höre ich nicht zum ersten Mal. Nahezu unbesiegbar heißt nicht, dass ich ihn nicht töten kann. Also raus mit der Sprache. Was muss ich tun? Um meinem Meister die Stirn bieten zu können, benötigst du die Dinge, die er niemals imstande wäre zu erlangen. Und was ist das? Du musst die höchste Rüstung deiner irdischen Gemeinschaft erlangen und sie auf deiner Haut tragen. Du brauchst eine Waffe, die nur für dich angefertigt wurde. Aber die wohl schwierigste aller Bedingungen ist, dass du 5 Gefährten für dich gewinnen musst, die dir in den Tod folgen würden. Oder mehr. Erst dann und nur dann kannst du es wagen, dem Meister zu begegnen. Verdammt, mein Ohr tut weh. Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Ach was. Dämon, kämpf für mich. Mit etwas respektiert hier. Still! Elendes Echsengezücht. Gar nicht mal so schlecht. Also mein Dämon. Guckt so niedlich. Kleiner Weichser. Der muss doch noch irgendwie heraufkommen. Hat gesagt, ein Mensch ohne Flügel könnte ihn nicht erreichen, aber... Ha!
Da bin ich. Was sagst du jetzt, du hässliches Stück Dreck von einem Drachen? So. Ich will ja auch nicht immer so fluchen in meinen Videos. Das sollte jetzt ganz episch klingen. Auf zurück. Ja, laden wir mal das Augi wieder auf. Das Augi von Inode. Und dann würde ich mal sagen, ich weiß genau, was ich noch getan habe und ich weiß genau, wo es mich hinführt. Was hat er da vorher gemacht? Ja. Ich trinke keinen kleinen Hering, weil die Wirkung von dem hält nicht allzu lange und ich muss einen längeren Weg sprinten und darum. Ja. Ich finde, seine Hände sind immer so komisch. Der zieht immer so.